Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge Nummer 40 heute. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe die letzte Folge am 14. Februar aufgenommen und heute ist der 14. März. Das muss man erst mal hinbringen. Mit einer Woche Verspätung. Ich sag's euch, ich habe Tierarztwochen hinter mir. Es ist furchtbar. Also wenn man mit vier Katzen zum Tierarzt geht, da muss noch gar nichts sein, aber da kommt man in so eine Schleife. Also man kommt da wirklich in so eine Tierarztschleife und da kommt man so schnell nicht mehr raus. Ich erzähle es euch kurz, ich habe letzte Woche, Jimmy ist ja, hat ja eine Niereninsuffizienz und da muss man in regelmäßigen Abständen eben die Nierenwerte überprüfen und das war jetzt wieder fällig. Und dann habe ich den einpackt und Maya ist mitgekommen, die hatte beim letzten Check vor einem Jahr ungefähr auch ein bisschen erhöhte Nierenwerte, die haben wir auch gleich noch mit durchcheckt und einen Spocky habe ich auch noch mitgenommen, weil der auch seit ungefähr einem Jahr bzw. seit letztem Sommer ein bisschen Fellprobleme hat. Und das haben wir auch noch mal anschauen lassen. Und also ich drei Katzen einpackt und zum Tierarzt marschiert und Labor alles machen lassen. Und dann ist uns beim Tierarzt aufgefallen, beziehungsweise dem Tierarzt dann aufgefallen, dass die Impfungen auffällig sind. Jetzt war aber das Problem, ich hatte ja eine Katze zu wenig dabei. Das heißt, beim Willi war die Impfung auffällig, der war aber nicht mit dabei. Also musste ich da sowieso schon dann noch mal hin. Dann sagt sie zu mir, ja, also beim Jimmy, da müssten wir jetzt mal die Zähne machen. Das haben wir jetzt auch ganz lang rausgeschoben, weil eben wegen seiner Nierengeschichte, die Nierenwerte waren beim letzten Mal sehr schlecht. Diesmal waren sie sehr gut. Wir haben aufs Futter umgestellt, muss ich dazu sagen. Und jetzt waren sie eben sehr gut. Und dann sagt sie, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die Werte ganz gut sind und wir müssen die Zähne machen. Das bringt nichts. Es bringt einfach nichts, wenn die auch dauernd entzündet sind und Zahnsteine. Da haben wir gedacht, okay, also schon wieder. Und dann sage ich, okay, wir machen es so, dass ich am Freitag, also diese Woche Freitag, kommt er in der Früh, muss ja nüchtern kommen, zum Zähne machen und dann bringe ich einen Willi mit gleich zum Impfen und dann haben wir das gleich. Zwischenzeitlich, am Dienstag, hat unsere Maya sich dazu bereit erklärt, ab sofort nicht mehr zu fressen. Das heißt, die hat am Montagabend schon aufgehört zu fressen, hat den ganzen Dienstag nichts gefressen und das ist ja für sie ganz komisch, weil sie ist normalerweise so eine Bettelmaus. Also die rennt den ganzen Tag hinter einem her und bettelt und bettelt und bettelt und da war gar nichts. Also die lag völlig matschig in der Ecke und hat nichts gefressen und dann haben wir gesagt, ja, es bringt nichts, ich muss jetzt vor Freitag nochmal zum Tierarzt. Also habe ich angerufen, bin ich am Mittwoch wieder zum Tierarzt. Ja, Frau Maya Maus hatte Fieber, 39 Grad, hat sich wieder irgendwas eingefangen. Die hatte ja als Baby Katzenschnupfen, ganz, ganz schlimm. Also das ging ja über eineinhalb Jahre, wo wir da mit ihr zum Tierarzt sind. Und da muss man bei ihr immer ein bisschen aufpassen, dass das immer nicht wieder so schnell ausbricht. Und ja, okay, also ich mache ja hin, die hat dann ein paar Spritzen gekriegt und ein bisschen Aufputschmittel. Und ich sag's euch, ich habe zu meiner Tierärztin gesagt, das nächste Mal, wenn ich krank bin, ich komme zu ihr und lass mir das gute Zeug spritzen. Also ich weiß nicht, was die spritzt. Aber diese Katze ist heimgegangen und ist innerhalb von einer halben Stunde zum Futternapf hin und hat gefressen wie ein Scheunendrescher. Und das ist dann auch blieben. Also ich habe keine Ahnung, was die da macht, aber ich habe zu ihr gesagt, nächstes Mal komme ich zu ihnen. Also wenn man so schnell wieder fit sein kann, Wahnsinn. Ich habe zwar nur eine Batterie-Medikamente mitgekriegt, also was heißt eine Batterie, also sie kriegt halt jetzt noch Antibiotika, dass es nicht so ausbricht. Okay, also Freitag waren wir dann wieder mit nochmal Maya nochmal mit, weil die kriegt ja immer diese Aufbauspritzen oder was sie da kriegt, die muss man mal dreimal machen. Freitag Jimmy in der Früh abgeben, Zähne machen, Willi mit zum Impfen genommen und Maya mit nochmal Aufbauspritzen geben. Jetzt war's. Also Freitag war jetzt das letzte, Jimmy hat alles gut überstanden, den habe ich auch schon fünf dann wieder abgeholt, weil der muss immer sehr lange am Tropf bleiben, eben wegen der Nierensache. Aber ist alles gut gelaufen, dem geht's auch gut. Der ist super drauf, der kriegt Opiate als Schmerzmittel, dem geht's gut. Ja, also jetzt muss ich dann nächste Woche nochmal am Donnerstag zur Kontrolle und dann hoffe ich, dass das dann alles wieder vorbei ist. Wobei mir jetzt heute Spocky wieder ziemlich im Eck liegt. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Impfungen, weil wir haben jetzt dieses Mal das erste Mal die Tollwutimpfung mit dabei gehabt. Die haben wir bisher nicht gemacht, weil uns ja nicht so rausgehen, aber jetzt werden die Kreise immer größer, jetzt haben wir gesagt, wir machen es mit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es an den Impfungen liegt. Weil ich gehe, das ist wie so eine Spirale, das ist immer, wenn ich mit den Katzen und dann das wieder und jetzt hat sie mir schon wieder gesagt, also Willi muss jetzt auch die Zähne gemacht kriegen, weil der ist schon immer ganz arg entzündet. Der ist ja erst drei, aber der hat immer ganz entzündetes Zahnfleisch und bei dem ist so ein großes Narkoserisiko, weil der bei der Kastration, nach der Kastration ein Lungenödem hatte. Aber wir haben gesagt, wir müssen es jetzt wagen, weil es bringt ja auch nichts, die Zähne immer entzünden zu lassen.
Ja, also kurzer Überblick aus dem Hause Strickriesi, was hier gerade los ist. Da bin ich am Rudern drin. Und mein Tierarzt ist, ich muss immer eine halbe Stunde fahren bis zum Tierarzt. Also das ist immer ein ziemlicher Act. Ich muss ja immer 3 bis 4 Katzen, je nachdem, einladen. Normalerweise lege ich die Termine so, dass mein Mann mit kann, aber momentan darf der ja nicht mit rein, aufgrund der Corona-Lage. Das heißt, ich bin da immer mit Taschen beladen und jede Tasche hat 6 Kilo. Ja, das muss man dazu sagen. Und dann lade ich mal aus und lade mal ein wie so ein Schwerlaster. Naja, ich hoffe jetzt, dass jetzt alles vorbei ist und das Wichtigste, es geht allen gut. Aber ich habe auch gestrickt. Ich habe tatsächlich auch gestrickt die letzte Woche. Nicht ganz so viel. Also ich habe mein Strickmojo ist immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist irgendwie irgendwo begraben, aber es kommt. Ich merke, es kommt wieder. Ich habe was fertig. Ich habe die Knitzone fertig von der Astrid Müller, mein Tuch. Da stricke ich ja auch schon eine Zeit lang dran. Ich weiß gar nicht, war das vor Weihnachten schon? Keine Ahnung. Also, hier meine Knitzone. In 3 Farben nur. Also dieses Tuch, das war ja ein Knit-Along. Und das ist eine Wahnsinnsanleitung, die ist super toll. Also da sind immer so kleine Geschichten mit dabei von der Knitzone. Das finde ich, da hat sich die Astrid wahnsinnig Mühe gegeben. Also es ist wirklich ganz toll. Und das Schöne an dem Tuch ist, es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Also man sieht es auf den ersten Blick gar nicht, aber jede Zwischenreihe, jede Kontrastreihe, die ihr hier seht, das ist immer irgendwas anderes. Also das sind immer wieder so ganz eigentlich dezente Muster, die aber doch so einen Pfiff haben. Also das ist wirklich ganz toll, immer diese Farbwechsel hier dazwischen. Das ist einem am Anfang gar nicht so bewusst, dass man da auch, man lernt auch wahnsinnig viele neue Muster kennen. Also das schaut gar nicht so aus. Also hier, also die, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist so detailreich. Also hier hat man zum Beispiel so kleine überkreuzte Maschen dann mal drin. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, hier so Sternchenmaschen oder so Blümchenmaschen, wie so Büschelmaschen beim Häkeln sehen die aus. Also jeder Übergang ist besonders. Also das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und super Anleitung, ist alles super beschrieben. Das sind dann auch immer, was ich toll finde, dass immer direkt beim Muster dann die Beschreibung ist, wie dieses geht. Also nicht auf einem Extrablatt, sondern immer direkt bei der Musterbeschreibung steht dann dabei, wie diese Maschen gehen. Teilweise auch mit Bildern hinterlegt. Also das ist wirklich super. Denkt euch nichts, ich habe hier einen Knick drin, weil ich die an aufgehängt gehabt habe und habe es falsch gespannt. Das muss ich wieder rausspannen. Da habe ich einen, wie heißt es? Na, Wäscheklammer. Klubberler wollte ich schon sagen. Wäscheklammer. Ja. Normalerweise ist dieses Tuch, also ich weiß nicht, ob es dafür konzipiert ist, aber es ist eigentlich für ganz viele Farben konzipiert. Also die meisten, die da an dem Knit-Along wohl mitgestrickt haben, haben das in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben gestrickt. Ich glaube, also man kann, glaube ich, fast jeden Wechsel kann man eine andere Farbe nehmen. Eignet sich also auch hervorragend als Restetuch. Ich wollte es jetzt eben dreifarbig. Also mir hat das ganz gut gefallen mit dem Orange und dem Blau. Ich musste halt immer gucken, weil, also man hat, dadurch, dass ja die, das war ja, glaube ich, ein Mystery Karl, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Dadurch waren keine Bilder jetzt dabei. Das heißt, ich wusste immer nicht, was kommt denn jetzt als nächstes für Muster. Also ich musste immer ein bisschen raten, beziehungsweise ich habe so gemacht, dass ich mir auf Ravelry die Bilder von anderen angeschaut habe und dann geschaut habe, was kommt denn als nächstes, damit ich weiß, was ich für eine Farbe will. Weil ich wollte es ja doch ein bisschen verteilt haben und das hat ganz gut funktioniert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe am Schluss ein bisschen geschummelt. Und zwar habe ich den Rand hier, den habe ich verkürzt. Ich habe, also hier, was ihr hier seht, das sind so diese, ich nenne es jetzt mal so Ziegelsteinmuster oder so hieß das früher, glaube ich. Das wäre, glaube ich, noch zweimal kommen. Also das wäre ein bisschen breiter gewesen und dann wäre am Schluss noch so ein bisschen so ein rüschiger Rand gewesen, also mit so Bögen. Also diesen Bogenrand wollte ich nicht, weil da bleibe ich eh bloß drin hängen und das ist nicht so meins. Und dann habe ich mir, dadurch, dass das Tuch schon recht groß war und meine Wolle schon ein bisschen grenzwertig, also ich wusste nicht, ob es mir nur langt, habe ich mir gedacht, ich habe jetzt hier nur einen Mustersatz gestrickt und habe dann mit so einem Zweier-I-Cord abkettet. Also das Weiße ist so ein Zweier-I-Cord und das gefällt mir richtig gut. Also das finde ich, das hat richtig gut passt, weil das auch irgendwie, keine Ahnung, also man sieht hier diese weiße Reihe und dann hier, das rahmt das irgendwie ein. Also das hat richtig gut passt, das gefällt mir richtig gut und so habe ich es abkettet. Also da wäre noch so, ich glaube, so ein Stückchen wäre noch dran gewesen. Also wenn man den Mustersatz nochmal wiederholt hätte, aber
Also mir war es breit genug, es sind ja wahnsinnig viele Maschen am Schluss. Ich habe tatsächlich ein bisschen andere Maschenzahl gehabt, weil ich am Anfang mal die Maschen falsch zugenommen habe. Also es ist ja ein Unterschied, ob man die Maschen auseinander rausstrickt oder ob man eben als Zwischending oder aus dem Querfaden zunimmt, weil dann, je nachdem wie viele Maschen man dazwischen zählt, und da habe ich mal einen Fehler reingemacht und dann habe ich weniger, ich habe glaube 20 weniger Maschen gehabt. Das war aber nicht so schlimm, weil man kann das Muster immer gut anpassen. Also es hat immer ganz gut hinkaut. Ja, sehr schönes Tuch, ich kann es nur empfehlen. Es wird von hier oben wird angefangen und dann wird das eben so runtergestrickt und da kann man sich richtig austoben. Also das ist wirklich ist ganz, ganz kurzweilig und super beschrieben, kann man ganz toll naschen. Die Maschen, das ist auch alles gar nicht schwer. Also das schaut wahnsinnig aufwendig aus, aber das ist es sind keine nicht schwer zu stricken. Also es ist wirklich nicht schwer zu stricken. Ich habe nochmal was abgeändert und zwar hier wäre eine Noppenreihe kommen. Das wäre eine Noppenreihe gewesen, aber ich mag keine Stricknoppen, das ist nicht so meins. Also mir gefällt das nicht. Das hätte mir jetzt auch hier in dem Tuch nicht gefallen, das wäre mir zu boppelig gewesen. Und da habe ich dann einfach glatt rechts die gestrickt. Also es geht auch. Ja. Also ich freue mich über ein neues Tuch. Garn war alles von Janni von Stickel, die Stagel, die Stuck, beziehungsweise das Weiß war von Samlin Dyeworks. Also es war so ein Naturton. Und ja, wunderbar. Ich habe, glaube ich, drei Stränge und die habe ich fast ganz aufgebraucht. Ich glaube, von Blau ist nur am meisten übrig. Also tatsächlich, ja, ich glaube, Weiß habe ich am meisten verbraucht und Blau und Orange ist auch noch einiges übrig. Also, das, aber vom Wollverbrauch geht es, also ungefähr 300 Gramm, so ein bisschen weniger. Jo. Also das ist fertig. Und ich habe tatsächlich nochmal was fertig gemacht. Und zwar, als ich das letzte Video aufgenommen habe, hat ja die Ellie diese Strickaktion Valentinsanstieg für die Aktion Grüne Socke gegen Eierstockkrebs oder für den Eierstockkrebs e.V. gestartet. Und da habe ich auch Socken angeschlagen. Und die habe ich auch fertig mittlerweile. Die sind mittlerweile voll Katzenhaare. So. die da. Und zwar waren das die Sonntagssocken. Jesus, wo habe ich denn das Buch? Da. Sonntagssocken aus dem Buch Deine Super Sockenschublade. Die habe ich angefangen gehabt und so habe die auch schon fertig. Das ist mein Beitrag dazu. Ich habe die jetzt noch nicht verschickt, weil ich es eben euch nur zeigen wollte. Das ist so, also die Wolle ist jetzt ungünstig, das frisst halt das Muster. Also das ist so ein Zopf, also es wird verzopft mit so abgehobenen Maschen. Ist das so ein Muster? Wäre jetzt besser gewesen, man hätte es einfarbig gestrickt, aber ich finde sie trotzdem ganz witzig. Also es war ein Opal-Abo, das ich da verstrickt habe. Das hat gar nicht so wild ausgeschaut, aber wenn man strickt, doch, also hat es doch ein bisschen wilder geworden. Da kann man sich täuschen. Ja, also ich finde sie ganz nett. Ich finde, sie sind ganz hübsch geworden und die gehen jetzt dann auf die Reise irgendwann. Was mir da jetzt bei dem, also ich habe jetzt die Ferse, das ist eine normale mit Rückwand, mit Fersenband. Ich habe heute irgendwie Sprachfindungsstörungen. mit Fersenband, aber jedes Käppchen wird ein bisschen anders gestrickt, als ich das stricke. Und dann gibt es hier so einen Bogen. Das finde ich ein bisschen komisch. Also, oder ja, ich weiß auch nicht. Ich fand diesen Bogen, ich finde das hier ein bisschen komisch. Aber hier seht ihr das. Vielleicht auch, weil sich das oben ein bisschen zusammenzieht. Aber wenn man die anzieht, dann merkt man das nicht. Also, ja. Ich habe das mal ausprobiert, aber ich stricke jetzt mal die genauso, wie es in der Anleitung ist. Ist halt so. Aber ich denke, die passen ganz gut. Sie schauen ein bisschen klein aus. Ich habe tatsächlich, es ist eine 37, 38. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe hier ein bisschen verschätzt. Ich habe es nicht ausgemessen, beziehungsweise nur an meinem Fuß. Und da passen sie. Also ich habe so eine 38, die ziehen sich natürlich. Aber es gibt bestimmt auch jemand mit kleinen Füßen dort. Jo, das war mein Beitrag zur Aktion Grüne Socke. Und dann habe ich noch zwei Socken fertig, allerdings kein Paar, sondern zwei einzelne. Einmal meine Ewigkeitssocke. Das ist wirklich eine Ewigkeitssocke, weil ich glaube, ich stricke an der seit 5 Jahren, an einer. Aber ich habe tatsächlich eine fertig gestellt. Und ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, weil ich finde die Wolle finde ich mega. Also ich finde die super toll. Aber diese Socke, die will nicht fertig werden. Also die verschwindet immer wieder in irgendwelchen Projektbeuteln. Jetzt ist sie im Nähzimmer ganz lang verschwunden gewesen, da habe ich sie wieder gefunden. Ich kann euch nicht sagen, warum die immer wieder verschwindet. Also ich habe die immer wieder angefangen, das ist, ja, und plötzlich ist die wieder weg gewesen. Und jetzt habe ich sie wieder rausgeschüttelt, weil ich nämlich beim Friseur war, bin wieder blond. Mein Friseur hat übrigens angerufen.
Also es war sehr super. Die haben als erstes die Leute angerufen, die schon einen Termin gehabt hätten. Und ich hätte ja im Dezember schon einen Termin gehabt. Und dann habe ich auch gleich Anfang mal zum Termin gekriegt. Also ich fühle mich wieder wohl. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt beim Friseur, weil ich ja immer relativ lang sitze, irgendwas zum Einfaches zum Stricken, da kann ich keine Anleitung mitnehmen. Und da hatte ich aber gerade nichts. Und da habe ich tatsächlich diese Ewigkeitssocke wieder raus und ich habe sie auch mal fertig gestrickt. Eine. Ich weiß jetzt nicht, ob die zweite auch noch 5 Jahre braucht, das kann passieren. Wie gesagt, ich finde die Wolle, die ist so toll. Schau mal, das ist so ein tolles Lila. Das ist von Frau Oder Socke, das ist die hier. Ich habe die auch mal hier gezeigt. Ich weiß nicht, was ist denn das? Moment, Frau Odersocke. Irgendwas mit Pfeilchen. Harmoniepfeilchen heißt die. Eine ganz normale Sockenwolle, also Harmoniepfeilchen. Und die Harmoniepfeilchen, die wollen bei mir nicht wachsen. Ich habe da auch ganz komisch, ich weiß gar nicht, ich habe da ganz eine komische Maschenzahl. Ich habe da auf dem Vorderfuß eine andere Maschenzahl als unten an der Sohle. Das mache ich eigentlich nicht. Aber ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, dass sie das dann auch weiß, was ein Stricke die falsch. Das ist auch kein Muster oder so, das ist einfach nur zwei rechts, zwei links. Ja. Ich bleibe dran. Ich hoffe, ich lege es jetzt einfach hier auf den Wohnzimmertisch und da muss jetzt liegen bleiben, bis sie fertig ist. Das war nur zu meinen Zeiten, wo ich noch einzelne Socken gestrickt habe mit Nadelspiel. Das mache ich ja schon ganz lange nicht mehr. Also ich bin ja ganz lang schon auf Magic Loop übrig gegangen. Mich juckt es heute. Ganz lang schon auf Magic Loop übergangen. Und die waren noch auf normalen Nadeln, also auf einem Nadelspiel drauf. Ich habe schon gar nicht gewusst, wie das geht. Also es ist ja gerade nur hinbracht, aber das nervt mich. Und ja, mittlerweile stricke ich ja, wenn ich sowas stricke, 2 Socken gleichzeitig. Also das auch nur, jetzt muss ich die auch noch einzeln stricken. Naja, wir schauen mal. Also die lila Socke, ach, was ist denn los heute? Mich juckt schon die ganze Woche, ich bin aber auf Frühblüher gar nicht allergisch. Fängt jetzt auch schon an. Dann habe ich eine zweite Socke fertig, und zwar die Dehnungsfuge, die habe ich auch schon vor Weihnachten, das sollte ja eigentlich nur ein Weihnachtsgeschenk werden, das habe ich aber nochmal fertig gemacht. Eine zweite Dehnungsfuge, die Anleitung ist von der Nicola Susan, da habe ich ja schon mal eine gestrickt, und das war jetzt eben die zweite. Das ist also die Socke, die schaut ja immer ganz komisch aus, passt aber super gut, oder die soll super gut passen. Ich habe die jetzt gar nicht anprobiert, die ist auch nicht für mich, also die wird auf jeden Fall entweder in die Kiste landen oder ich verschenke es. Ja, und die habe ich jetzt fertig gemacht. Also das ist die Wolle Kreidefelsen, auch von Frau Oder Socke. Das ist die hier. Also wenn ihr so komische Füße habt, so die Passform, wo ihr sagt, oh, die Passform und ich habe so einen hohen Riss oder so, also da ist die Anleitung wirklich ganz toll. Da einfach durch diese Biegung da vorne. Also da werden auch diese Maschen, man schickt hier eine Bumerangferse, und nimmt aber die Maschen nicht an der Ferse, also nicht an der Sohle ab, sondern oben, also am Oberfuß. Und dadurch entsteht diese Passform. Und durch diese Streifen ist die auch super dehnbar. Also das ist eine ganz tolle Anleitung und auch ganz toll beschrieben oder sehr gut beschrieben, wie man das macht. In, ich glaube, 4 verschiedene Größen sind es, S, M, L. Ich weiß nicht, ob es noch XL gibt oder sind es nur 3 Größen, keine Ahnung. Also das geht nicht so sehr nach Schuhgröße, sondern einfach, ich glaube, nach der Breite, einfach nach Anzahl der Maschen. Ich stricke S. Also S sind, glaube ich, 15 Maschen pro Nadel. Und das ist für mich schon M. Also so wie ich stricke, ist das für mich schon M oder L. Normalerweise stricke, also für mich, wenn ich stricke, stricke ich mit 14 Maschen pro Nadel, weil ich sehr schmale Füße habe und eben sehr locker ausstricke. Was ist denn los heute? Also auf jeden Fall habe ich da jetzt auch eine fertig. Die stricke ich tatsächlich auch einzeln, also nicht beide auf einer Nadel, weil das ist mir ein bisschen zu kompliziert mit diesen Abnahmen und ja, ich müsste es mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber es ist einfach auch eine andere Ferse. Das müsst ihr jetzt ausprobieren, ob das so geht oder ob das so einfach ist. Das weiß ich jetzt nicht. Jo, also 2 Socken sind fertig. Das ist das Einzige, was ich fertig habe. Ich habe aber genäht auch noch, das zeige ich euch dann noch. Dann habe ich ein bisschen am Keiler weitergestickt, aber nicht viel. Ich warte immer noch auf meinen Farbwechsel. Das ist so ein wahnsinnig langer Farbverlauf. Also hier ist der Keiler, es ist ein Stück gewachsen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich so viel gezeigt und jetzt kann ich euch so viel zeigen. Das wusste ich immer gleich. Ich bin jetzt kurz davor, ich glaube, ich habe noch 2 Wiederholungen oder 3 und dann kommt eben dieser Teil mit diesem Kraus rechts noch seitlich. Soweit bin ich jetzt schon.
Ich warte, wie gesagt, irgendwie hat es noch keinen Farbwechsel gegeben. Das dauert anscheinend auch noch ein bisschen. Ich stecke das ja aus diesem Bobble. Das ist von Lady Dee's Traumgarne, der Bobble Zeit und Raum. Und irgendwie braucht der ziemlich lang, bis der, aber jetzt kommt dann irgendwann grau. Ich sehe schon, kommen. Ja. Auch sehr, ja, ich muss ehrlich sagen, ich verstricke mich da sehr oft. Ich weiß nicht warum. Das Muster ist nicht schwer, es ist wirklich nicht schwer, das ist so ein Lace-Muster. Aber ich, vielleicht liegt es auch meiner Konzentration, aber am Schluss, da fehlt mir dann meistens eine Masche, da muss ich wieder ein bisschen hinschummeln, das macht jetzt bei dem nichts. Ja. Also man hat das ja hier, hat man immer so Zunahmen. Ich schummel das dann schon immer so hin, ich glaube, es schaut ganz gut aus von vorne, ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Aber irgendwie am Schluss, weiß auch nicht, also entweder lasse ich immer irgendeinen Umschlag fallen, das kann durchaus sein, oder, weiß nicht. Naja, egal. Aber ich bin jetzt doch mit meiner Farbwahl sehr zufrieden. Es ist ein bisschen anstrengend, mit diesem gefachten Garn zu stricken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei diesem Muster jetzt. Normalerweise habe ich da weniger ein Problem. Ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie wahrscheinlich durch diesen, durch diese Umschläge, ja, da hat man, da dreht sich die Masche doch ein bisschen anders und man muss dann ein bisschen anders einstechen. Und das ist bei einem gefachten Garn jetzt ein bisschen nervig, sage ich es jetzt mal. Es ist jetzt nicht schlimm. Also ich kann ganz gut mit gefachten Garnen sticken. Ich stick auch gern damit, weil es mir einfach gefällt. Aber ich komme ein bisschen langsamer voran, habe ich das Gefühl. Macht nichts. Also es ist nicht so schlimm. Man kommt, das geht schon. Ich stricke gefachte Garne immer ganz gerne auf Holznadeln. Die sind tatsächlich nicht ganz so spitz. Ich weiß, die meisten stricken dann doch lieber mit spitzen Nadeln. Ich komischerweise nicht. Also bei Holz, ich stricke generell mit Holznadeln. Also ich stricke eigentlich fast gar nichts mehr mit Metallnadeln, außer ich habe keine Nadeln mehr übrig. Und das Gefachte, ich mag das einfach, weil das, ja, besser, mir rutscht das besser auf diesen Holznadeln. Ich finde das einfacher, da schieben sich die Maschen ein bisschen, es schieben sich die Maschen ein bisschen mehr zusammen und dadurch kann man diese Maschen, sticht man nicht so viel dazwischen. Aber das ist so ein, das ist halt mein Empfinden, also da muss jeder gucken, wie er selber klarkommt. Das ist nur mein Ding. Also falls ihr mal sagt, ihr strickt ja zu gerne mit gefachten Garnen, wechselt mal die Nadeln. Das macht oft was aus. Das ist jetzt eigentlich das einzige Tuch, das ich glaube ich noch auf den Nadeln habe. Das muss ich mal noch, muss ich jetzt dann auch mal, ja, weitermachen als Sommertuch. Ich habe mir extra für diesen Jeans, bisschen diesen Jeans-Look entschieden, weil ich es eben auch zu Jeans haben wollte. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich, das sind ja viele schon ganz fertig. Das war ja so ein Karl in unserer Parrot-Gruppe. Aber da sind einige schon fertig und ich glaube, die sind auch knapp hinkommen mit den Garnmengen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die Anleitung ist ja von der Isabel Krämer und die schreibt auch, dass von ihren Teststrickerinnen einige etwas mehr Garn gebraucht haben. Also sie gibt, glaube ich, 1000 Meter vor Lauflänge und die meisten haben wohl ein bisschen mehr gebraucht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn mir das sind jetzt genau 1000 Meter. Wenn mir das jetzt nicht langt, dann verkürze ich ihn einfach. Also das ist ja auch ein Riesentuch wieder, das wird ja riesig. Zumindest meins wird jetzt, glaube ich, ein bisschen kleiner, weil ich ein bisschen dünnere Nadeln habe. Das Originaltuch ist ein bisschen dickerer Nadelstärke gestickt, beziehungsweise auch mit dickerer Wolle. Und also sollte ich da jetzt nicht hinkommen, dann kann man da ganz gut einfach einen Mustersatz weniger sticken. Also das ist gar kein Thema. Das geht ganz gut. Jo, Zeit und Raum ist die Farbe. Und dann habe ich die letzten Tage an meinem Monarch weitergesteckt, an dem Pulli. Ist das eigentlich der einzige Pulli, den ich gerade habe? Ne? Ich weiß nicht. Egal. Aber da habe ich jetzt auch weitergesteckt. Da bin ich nur was zum Zeigen, ja, aber so schnell weitersticken. Aber da bin ich jetzt auch schon, also da, die Passe ist doch, man braucht ziemlich. Also das ist jetzt, ich hab das jetzt echt schon mal raufgenommen. Das ist hier mein Monarch von Knitosophy, Jamie Hoffman, die ganz, ganz so Schmetterlingspullover stickt. Ihr seht das jetzt leider, muss ich so rumhalten. Ja, oder schaut es einfach unten. Also das ist hier, sind hier die Schmetterlinge. Das ist hier die Schmetterlingspasse. Da ist jetzt ein Schmetterling fertig und da seht ihr schon die kleine Flügelspitze von dem großen. Also da kommt jetzt ein sehr großer Schmetterling rein und ich weiß gar nicht, ob da noch mal kleine kommen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das so ein Geflatter ringsrum. Aber man kann es jetzt schon ziemlich erkennen. Also die Passe wird, glaube ich, ganz cool. Ich sehe die jetzt auch mal in voller Größe, weil ich habe die auf ganz kurzen Nadeln.
Weil ich glaube, ich habe die auf festen Nadeln. Ja, nein, aber ich habe kein längeres Nadelseil gehabt. Muss ich, vielleicht kann ich es jetzt mal runtertun. Die stecke ich tatsächlich jetzt auf Metallnadeln, weil ich eben nichts mehr übrig hatte. Die stecke ich jetzt mal wieder auf Chaogu, aber da kommt man auch ganz gut klar. Ich werde den in ganz, also wer den kennt, ich habe jetzt wieder kein Foto da. Ich habe es beim letzten Video schon gesagt, da kommen unten eigentlich so Zacken, das soll wohl die Wiese andeuten. Fragt mich nicht, wo diese Schmetterlinge drüber flattern, die gefallen mir aber nicht, die finde ich zu wuchtig. Diese Zacken, das heißt, die lasse ich weg und stecke dann direkt runter und meiner wird auch nur in Rot, sobald mir, also wenn mir die Wolle reicht. Ich bin da sehr passioniert oder sehr ambitioniert hingegangen und habe mir gedacht, das langt schon. Aber jetzt sehe ich schon, das ist jetzt hier schon fast der erste Strang. Also, ich weiß nicht, ob ich da noch viel Ärmel hinbringe. Also, entweder mache ich kurze Ärmel oder ich fade irgendwas ein. Ich muss mal gucken. Ich habe schon nur Rot, habe ich schon nur Rot. Ist ein bisschen schwierig. Man muss ja mal gucken, dass es das gleiche Rot ist. Aber notfalls fade ich das irgendwie ein. Das passt schon. Das Original ist ja, da ist die Passe praktisch in einer Farbe gestickt und dann macht man unten den Körper in einer anderen. Da ist so ein Bruch dazwischen. Ich glaube, die hat den, glaube ich, auch in Rot gestrickt und dann kommt dann Schwarz oder irgendwie sowas. Also, oder ich stricke die Ärmel in Schwarz oder irgendwas. Also, da gibt es Möglichkeiten. Aber ich will unbedingt so einen roten Pulli haben. Ich wollte das unbedingt. Und das Rot hat mir so gut gefallen. Das ist ja aus meinem Adventskalender der Santa von der Janni auch. Das ist der Strang gewesen und da habe ich noch einen zweiten. Das ist mein zweiter. Und jetzt schaue ich mal, wie weit ich komme. Es ist wirklich von Pulli zu Pulli unterschiedlich. Mich hat jemand angeschrieben gehabt auf Reverie und hat gesagt, ob ich für meinen Tornado tatsächlich nur 800 Meter Lauflänge braucht habe. Ja, ich glaube, Lauflänge ging es, ja. Da sage ich, ja, tatsächlich, ich weiß nicht warum. Also ich kann es euch nicht sagen, warum das so ist. Also es hat jetzt gerade so hinkaut. Und bei anderen Pullovern braucht man dann wieder mehr. Also es ist immer besser, mehr zu haben, habe ich jetzt mittlerweile festgestellt. Wobei wir halt auch oft auf Stränge übrig bleiben. Aber es langt. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, in welcher Größe ich den Strick. Ich habe nicht nachgeschaut. Macht nichts. Also wenn es interessiert, ich trage es mal auf Ravelry ein. Schaut mal nach, welche Größe ich stricke. Ich glaube die dritte oder so. Weil da oben an der Passe, da bin ich jetzt immer nur am Chart. Also da schaue ich immer noch auf den Chart und da habe ich die Größe jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist Größe 3. Größe 3, ja. Also Anleitung ist von Knitosophie. Von der habe ich noch eine Anleitung, eben mit diesem großen Schmetterling. Da habe ich euch letztes Mal schon erzählt, dass ich den eventuell hinten drauf mache, aber jetzt erstmal die. Also jetzt schau erstmal, wie weit ihr mit dem kommt. Das macht jetzt gerade wieder ziemlich Spaß. Ich stecke tatsächlich schon eine ganze Weile an diesem kleinen Flügelchen da unten. Das glaubt man gar nicht, aber das wird doch ein größerer Schmetterling und ich habe tatsächlich nur diese Flügelspitze. Also ich habe jetzt da gestern eigentlich relativ lang dran gesteckt und denke mir schon, ich müsste eigentlich schon den ganzen Schmetterling langsam fertig haben, aber nein, der braucht noch. Der muss sich erst entwickeln. Metamorphose. Metamorphose macht der Schmetterling. Ja, also da bin ich auch am Weiterstricken. Und dann habe ich tatsächlich was Neues angefangen. Bin sehr vorsichtig gerade mit neuen Sachen, wirklich, weil ich aufgrund meines Strickmodus mich momentan etwas überfordert fühle. Ja, kann passieren, wenn man zu viel auf den Nadeln hat. Aber ich habe was Neues angefangen, weil mich das schon ganz lang bietet. Das habe ich eigentlich schon, das wollte ich euch im letzten Video schon zeigen. Jetzt bin ich froh, dass ich es euch nicht gezeigt habe, weil ich es mittlerweile schon dreimal auftrennt habe. Und zwar, ich habe ja schon Ewigkeiten den Knitter abonniert und ich habe ihn jetzt tatsächlich gekündigt, weil eigentlich nie was dabei war, was mir gefallen hat. Also einfach diese Sachen, die da drin waren, das war jetzt nicht so meins, ja. Und jetzt kriege ich so die letzten Hefte und das vorletzte Heft, also jetzt kam ja die Woche, kam glaube ich jetzt die Ausgabe 51 und das vorletzte Heft, das hat mich ewig nicht losgelassen. Und zwar dieses Titelmodell vorne drauf. Diese Jacke. Die lag erst ewig, also das Heft, das lag ewig rum und ich habe mir da immer so geschaut und dann habe ich es halt durchblättert und denke mir, naja, ist jetzt auch wieder nicht alles so meins, gell? Und ja, man hat ja genug Anleitungen und was soll ich immer mit den ganzen Heften? Und also ich bin jetzt keiner, der das sich dann hinsetzt und die alten Hefte durchschaut. Das mache ich nicht. Wenn ich was suche, dann geht man halt doch auf Ravelry und ich gehe dann über den Filter und gucke dann. Auf jeden Fall lag die da so rum und dann habe ich das Heft dann durchblättert und dann haben wir gedacht, nee, und dann habe ich es wieder hingelegt und dann lag das so und dann denke ich mir, also diese Jacke, die ist doch eigentlich ganz geil, oder? Also ich fand die, also das hat so eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe am Anfang hatte ich die gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich die richtig cool gefunden. Also die hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich mir diese Anleitung angeschaut. Ich schaue jetzt mal, ob man die hier sieht. Ja. Also das ist der Cardigan Green Lane.
Der hier von Mary Henderson ist die Anleitung. Ich weiß nicht, ob es die jetzt so gibt. Also ich kenne es jetzt eben nur aus dem Heft. Und also so hat mir der wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also das ist ja aufwendig, ja, diesem Colorwork und Ding. Habe mir das dann so angeschaut und dann denke ich mir, okay, also ich mache das jetzt. Und Maschenprobe gestickt und alles. Und dann ging es los. Also ich wollte jetzt nicht dieses Garn kaufen. Das Originalgarn, ich zeige euch das mal, weil das ist nämlich ganz interessant, ist Jamieson's of Shetland. Shetland Spindrift. Ich habe mir das angeschaut. Dieses Garn ist abartig, weil das eine riesen Farbpalette hat. Also das hat eine Farbpalette, dieses Garn. Also wenn ihr irgendeine Farbe sucht, ich weiß nicht, ich bin gleich gar nicht klargekommen, weil das Problem war, ich musste mir das ein bisschen hier aufschreiben, was ist, weil da natürlich nur der Name von dem Garn dran steht. Also da steht zum Beispiel dort eine Farbe Scotch Broom. Ja, keine Ahnung. Jetzt wusste ich aber nicht, welche Farbe das ja ist. Und dann habe ich mir das neben hingeschrieben und bin eben da und habe da diese Tabellen gesehen. Das ist abartig. Also was die für Farben haben. Die haben hunderte Farben von dieser Garnqualität. Ich glaube, die ist auch in Deutschland, kriegt man die, glaube ich, auch. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich möchte gerne meine Stash-Wolle verwenden, zumal man ja auch von jeder Farbe nicht allzu viel braucht, weil das ja eben dieses Color, also da braucht man nicht so viel. Und dann bin ich abgetaucht in meinen Stash. Also erstmal ging es mir hier um diese Grundfarbe. Mir hätte wahnsinnig gut dieses Beige hier gefallen oder was immer das ist, dieses Grau-Beige. Das schaut hier ein bisschen anders aus. Das Originalgarn, das ist tatsächlich so, das hat so einen leichten, also mit so leichten Grüntöne drin. Also das ist ziemlich meliert. Das sieht man hier auf dem Foto gar nicht so arg. Aber ich wollte unbedingt was in dieser Farbe. Dann habe ich, also so, das hatte ich, also ich hatte es fast gar nicht. Ich habe da eine Sockenwolle, das ist alles Sockenwollstärke. Da habe ich eine Sockenwolle gefunden im Stash von Tausendschön. Die Farbe Muskat. Das war mal ein Teil von einem Set. Ich hatte aber nur einen Strang. Dann denke ich mir, naja, vielleicht komme ich hin. Also vielleicht komme ich hin, je nachdem wie ich strick. Da habe ich eine Maschenprobe gemacht. Dann ging es um die Größe. Dann denke ich mir, also ich weiß nicht mit der Maschenprobe. Ich bin auf die Maschenprobe gekommen, aber ich komme immer nicht klar mit diesem Brustumfang. Also das ist jedes Mal bei diesen Anleitungen. Also wenn ich jetzt da rein nach dem Brustumfang gehen würde, hätte ich Größe 44 stricken müssen. Dann denke ich mir, das kann ja nicht sein. Also ich habe in meinem Leben nur keine 44 gehabt. Und also, nee. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, geh, also ich weiß nicht, ich bin da mit dem Brustumfang und da steht dort, also Brustumfang 97 ist Größe 42. Dann denke ich mir, okay, dann fange ich jetzt halt jetzt in Größe 42 an. Der ganze Ding wird von unten gestrickt, also man fängt hier unten mit dem Bündchen an und dann strickt man den Steak, ich zeige es euch jetzt nachher gleich. Und dann habe ich unten dieses Bündchen gestrickt. Das geht über, schlag mich tot, 20 Reihen oder was. Und dann, das ist auch ein bisschen so, also es ist kein zu rechts, zu links, sieht man das, das sieht man es hier gar nicht, sieht man das vorne drauf? Nee, also das ist das gleiche Muster wie am Ärmel hier. Das ist so ein Lochmuster, Töpfchen, irgendwas. Und dann stricke ich das so und stricke das so und dann denke ich mir, also irgendwie sind das ewig viel Maschen und halt, habe mir das dann unten so hingehalten und das war, also es war viel zu weit. Dann habe ich mir gedacht, nee, alles wieder auf, das, also das mit Größe 42, das kann nicht sein. Dann habe ich nochmal alles ausgemessen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich stricke Größe 38, aber weil ich schon gemerkt habe, dass mein Garn sehr rapide sinkt oder mein Wollverbrauch sehr steigt, habe ich mir gedacht, mir reicht der eine Knoten, also der eine Strang reicht nicht. Also habe ich dann gleich noch mit einem anderen Garn angefangen. Und dann lag das eine Weile, also ich habe das Bündchen fertig geschickt, dann lag das eine Weile und jetzt habe ich das vor ein paar Tagen wieder rausgeruschelt. Dann habe ich mir gedacht, nee, das Garn gefällt mir nicht, das Garn gefällt mir nicht. Das war so dunkelbraun. Also wäre schön, die Garnqualität war schön, aber das, nee, also mir hat das einfach nicht gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, ich trenne das Ganze wieder auf und fange nochmal von vorne an. Hab dann aber aus Versehen, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, ich habe hier irgendwas anders ankreuzelt gehabt, hab dann aber mit dem Maschenanschlag für die Größe 40 angefangen. Das heißt, ich habe erst 42 gestickt, dann 38, jetzt, weil die total benebelt war, habe ich jetzt das aus Versehen in Größe 40 angefangen. Was mir erst später aufgefallen ist, ist mir jetzt aber egal. Also ich glaube, das müsste jetzt schon hinkommen. Also das ist ein bisschen, lieber ist es ein bisschen weiter. Ich stick das jetzt einfach in Größe 40 weiter. Und dann habe ich jetzt eben, weil ich kein Beige hatte, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt auf Grau. Ist mir jetzt wurscht. Also ich gehe das Ganze jetzt auf Grau und habe dann eine Madeline-Tosch-Wolle rausgezogen, die ich auch schon lange habe in der Farbe Turn. Da habe ich schon mal was geschickt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr was. Ich glaube sogar, das war die von meinem Zweig. Auf jeden Fall eine
Aber ich habe da auf jeden Fall noch, auf jeden Fall zwei Stränge. Und es ist auch eine Wolle, die ich nachbestellen kann, ja. Also das ist wichtig. Wenn es soll, zwei Stränge langen jetzt, aber wenn doch irgendwas ist, dann kann ich die nachbestellen. Und das ist jetzt eben mein Anfang. Also ich habe das Bündchen angefangen. Da sieht man das auch, das ist eben dieses Zopfmusterchen. Es ist ganz einfach, da muss man nichts verzopfen, aber so Lochmuster, es heißt Lochmuster. Also laut der Anleitung ist es ein Lochmuster. Und hier oben habe ich jetzt eben schon angefangen mit diesem Musterteil. Ich habe jetzt lauter Farben aus meinem Stash rausgesucht. Das ist wie gesagt alles Sockenwolle, teilweise auch ein bisschen, also größere Reste. Habe mir das dem hingeschrieben, weil ich möchte es eigentlich schon ziemlich so in der Originalfarbe. Und mit diesem, meine Farben sind etwas kräftiger, weil ich einfach kräftigere Farben im Stash hatte. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und der Anfang hier, der gefällt mir sehr gut. Also das schaut richtig schön aus. Und das ist auch ganz einfach zu stricken. Das schaut mega kompliziert aus, aber dieser Farbverlauf, der ist eigentlich ganz einfach. Also das sind eigentlich immer nur eine Masche so gestrickt oder dann eben immer so Zwischenrunden, wo man komplett nur mit einer Farbe gestrickt wird. Es sind halt viele Farbwechsel. Also es sind sehr viele Farbwechsel drin. In fast jeder Reihe oder jede zweite Reihe muss man wechseln. Ich habe auch schon einen Teil der Fäden vernäht. Und wie gesagt, man strickt hier den Steak. Also das ist jetzt hier, hier hat man offen gestrickt, das Bündchen, und dann wird das hier zusammen und dann strickt man hier die Steakmaschen. Das ist dann auch beschrieben, wie man die stricken muss. Es ist jetzt nicht so schwer. Ist halt so, gell? Und am Schluss muss man es dann aufschneiden und dann wird das Ganze umklappt und dann strickt man ein Bündchen hin. So die Theorie. Also mir macht es wahnsinnig Spaß zu stricken. Wie gesagt, das ist jetzt lange gelegen, weil ich mir einfach mit dieser Hauptfarbe bin ich nicht klarkommen. Aber ich glaube, mit dem Grau ist es, glaube ich, jetzt ganz gut. Also das taugt mir jetzt dann doch ganz gut mit dem Grau, wenn ich halt kein Beige habe. Also ich wollte jetzt einfach keine Wolle kaufen. Ich sauf in Wolle und ich wollte jetzt einfach nicht. So. Und jetzt habe ich eben ganz lang das überlegt und mit dem Grau bin ich jetzt zufrieden und ich glaube, das wird der Jacke auch gerecht. Jawohl, so ist es. Bin mal gespannt. Also das wird jetzt eben so hochgestrickt und hier oben ist ja dann das Muster ein bisschen anders. Also man strickt praktisch bis hier, glaube ich, da wird das wiederholt und hier oben ist das Muster dann ein bisschen anders. Da muss ich dann nochmal gucken und dann würden die Ärmel irgendwie da dran basteln. Also normalerweise, ich habe es ja schon mal gesagt, ich stricke nicht so gerne aus so Heftchen, weil die Anleitungen ein bisschen abgespeckt sind, aber die ist jetzt ganz gut. Also mit der komme ich ganz gut klar, bis jetzt zumindest. Wenn ich bis jetzt war und nicht viel, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut diesmal. Das ist jetzt auch wirklich, glaube ich, das tatsächlich mein erstes Teil, das ich aus so einem Heft stricke. Jetzt, wo ich es deabonniert habe. Egal, aber ja, das war jetzt das erste Mal wirklich, dass mir sowas so ins Auge gesprungen ist und man dachte, okay, das gefällt mir gut. Ich probiere es aus. Es wird auf jeden Fall eine hübsche Frühlingsjacke. Das sehe ich schon, also von den Farben her, das wird toll. Mein Blau ist ziemlich intensiv. Also ich habe tatsächlich so ein Royalblau. Mal gucken, ob ich das da habe. Ist das da? Ja. Und das ist halt richtig so ein Royalblau. Ich wollte eigentlich schon, also mir hätte auch dieses Blau da gefallen, was die da haben, aber sowas habe ich gar nicht gehabt. Also ich hätte Türkis noch gehabt oder ganz hellblau dann, aber es wird halt jetzt das. Also ich denke, man muss einfach gucken, wie sie es dann ins Muster einfügt. Das ist hauptsächlich, sind es 1000 schönen Sockenwollen, die ich verwende. Ja, eigentlich fast alles, bis auf zwei. Also ich glaube, das ist auch wieder, das ist nur so ein Rest von den sieben Sünden von der Janni. Und das Grün, das ich noch habe, das ist von Mothy and the Squid. Da habe ich meinen Hoodie-Shawl-Cardigan draus geschickt. Da habe ich auch noch einen Schrank übrig gehabt. Und das passt ganz gut. Also da bin ich ewig in meinem Lager gesessen und habe das hingelegt, wie das passt. Bin ich mal gespannt. Bin gespannt, wie es ausschaut am Schluss. Ich werde berichten. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was ich neu angeschlagen habe. Ja, ein Stickteil habe ich noch. Wir haben ja die, ich hatte das im letzten Video schon angekündigt, mittlerweile ist sie ja gestartet, unsere Knitterbook-Challenge von der Susanne, der Evelyn und mir. Also ich habe heute überall Fussel. Die Knitterbook-Challenge auf Instagram. Das heißt, ich habe das erste Motto ist jetzt auch bekannt gegeben, das ist Strick etwas für ein Kind oder ein Haustier. Die Susanne hat euch da ja ein Video dann gemacht, als das Ganze gestartet ist, was da alles erlaubt ist und was nicht. Also grundsätzlich, also erlaubt ist ja mal alles. Also stricken darf man ja, was man will. Wie gesagt, die Knitterbook-Challenge, es soll darum gehen, dass ihr ein Thema kriegt und euren Bücherschrank durchwühlt und sagt, okay, ich stricke jetzt was aus einem Buch, beziehungsweise aus einem Strickheft oder einem, oder Häkel, was weiß ich was. Also es soll auf jeden Fall ein Papierteil sein und keine Internetanleitung. Einfach, weil man so viele Bücher im Schrank hat und aus denen man nie was strickt und das soll
damit einfach mal ein Anreiz sein, mal seine Bücher durchzugehen und zu gucken, was stricke ich denn mal aus einem Buch. Vielleicht kann man dann auch mal ein Buch aussortieren und sagen, okay, das mit den Anleitungen komme ich nicht klar oder da finde ich eh nichts drin, dann kann man das weitergeben. Ja, strick was für ein Kind oder ein Haustier. Es haben ganz viele haben schon angefangen, die meisten stricken natürlich für irgendwelche Kinder. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haustier, dann dürft ihr auch was für euer inneres Kind stricken, das habe ich dazu geschrieben. Also lest bitte auch auf Instagram, wenn ihr bei sowas mitmacht, die Posts, da steht immer ganz viel drin, weil es kommen dann immer ganz viele Fragen, ja, darf ich das? Also normalerweise, ich schreibe das immer alles in diesen Post rein, man muss es halt unten aufklappen und lesen. Und ja, da haben ganz viele schon angefangen und stricken jetzt fleißig aus den Büchern, das ist wirklich sehr interessant. Und das geht immer auf 2 Monate, das heißt, ihr habt jetzt Zeit bis 20. April, beziehungsweise bis 19. April und dann am 20. April gibt es dann das neue Thema. Ist auch sehr schön. Wir haben uns schon für eins entschieden. Das verrate ich nicht, aber das ist auch sehr schön. Also ich habe, er macht da natürlich auch mit, ich habe jetzt aber erst angefangen und zwar bei mir wird es auf jeden Fall was für meine Tiger, weil ich auch Bücher habe, tatsächlich für Haustiere zu stricken, vornehmlich für Katzen und eins meiner Lieblingsbücher ist da das Knits for Kitties. Das habe ich euch schon mal ganz lang irgendwo vorgestellt. Das ist aus einem Buch, das ewig im Regal steht und ich habe noch nie was draus gemacht. Aber da sind so süße Sachen drin in diesem Knits for Kitties. Das gibt, ich weiß es nicht, ob es mittlerweile auf Deutsch gibt. Ich habe es noch auf Englisch. Und das ist eins der wenigen Bücher, wo halt mal richtig süße Sachen drin sind. Also sonst in diesen ja, Katzenbüchern, also manchmal sind das andere, wo man denkt, ich weiß nicht, ob die eine Katze jemals hatten. Also wenn da schon so, wenn da schon so hier Riesenmäuse gestrickt werden, also meine können damit nichts anfangen. Je kleiner, desto besser. Und die schauen halt einfach, die Sachen da drin, die schauen einfach mega süß aus. Also da, glaube ich, stehen meine voll auf alles. Ich schaue bloß gerade, was ich euch zeigen kann. Also hier zum Beispiel ist jetzt hier der, so ein Grashüpfer. Also das ist so alles sehr detailreich gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so braucht für die Katze. Ich zeige euch gleich, was, wie meins ausschaut. Oder hier Bienchen sind drin und ja, Pilze, also ganz, ganz süße Sachen. Meine stehen ja auf so Würmchenzeug. Also hier diese Würmchen. Das ist was, da stehen ja meine total drauf. Auf alles, was so würmchenmäßig ist. Also Mäuse müssen meine jetzt gar nicht so, also Mäuse sind jetzt nicht so interessant. Die sind, glaube ich, zu dick oder so. Und ja, alles, was so lang ist, das mögen meine. Also, ich sehe so hier, also hier zum Beispiel ist die Libelle drauf. Ja. Oder hier hinten sieht man es auch. Das sind so kleine Donuts. Also auch ganz, ganz süß mit so Streuseln gleich gemacht. Und die Mäuse sind natürlich auch drin. Und ja, und ganz süß auch hinten. Da werden dann auch die Katzen vorgestellt, die in dem Buch. Also es wird alles ist genau dokumentiert. Und hier hinten sind auch die Testmodels. Also die Testkatzen und die Models. Ganz nett. Ganz süß gemacht. Auch mit einer Anleitung, also wie man was strickt hinten dran, ist halt auf Englisch. Blümchen sind drin, hier also kleine Käferler, Marienkäferler sind drin. Ja, also reizend gemacht. Ich glaube, meine mögen da echt alles draus. So, also ich habe jetzt gestern Shrimpy gestrickt. Shrimpy war schwerer als gedacht, weil Shrimpy wird mit verkürzten Reihen gestrickt. Über 10 Maschen. Also die ganze Anleitung ist über 10 Maschen. Und also der erste Versuch, der hatte nur Löcher. Das war wirklich Shrimpy mit lauter Löchern. Weil ich mit diesen verkürzten Reihen nicht klar gekommen bin. Ich zeige mal, also so sollte Shrimpy normal ausschauen. Das sind so kleine Shrimps. Also das ist, glaube ich, so eine Form, da stehen beide total drauf. So kleine Shrimps. Ich fand die auch mega witzig. Und dann habe ich den so angefangen und denke ich mir, naja, also ich weiß ja nicht. Also der hat einfach nicht schön ausschaut, da waren überall Löcher drin und ich wollte das Ganze ja mit Katzenminze befüllen und die wäre da komplett rausgefallen. Diese verkürzten Reihen sind jetzt angegeben mit Wickelmaschen, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Das hat, weil das alles so eng ist und dann muss man ja noch fest anziehen, also die hat mir schon die Finger gebrochen. Dann habe ich gedacht, okay, da habe ich gedacht, Theresa, du machst ein Video, du musst das jetzt zeigen, du kannst nicht bei deiner eigenen Knitterbook-Challenge jetzt schon die Flinte ins Korn werfen, du musst das jetzt machen. Da habe ich noch mein Shrimpy gestern gestrickt, Nachmittag. Und dann habe ich das Ganze mit Doppelmaschen gemacht, also die verkürzten Reihen mit Doppelmaschen. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel besser, also ich weiß es nicht, er schaut einfach nicht so toll aus. Aber ich habe gedacht, ich stricke jetzt, weil ich zeige ihn euch nur von einer Seite. Das Problem ist Shrimpy.
wurde heute früh gekillt und der ist komplett vernudelt und der Shrimpy ist auch komplett, der ist batschnass. Also ich weiß nicht, welche Katze den heute früh in, gekaut hat, aber ich habe den vorhin runtergeholt und habe mir gedacht, ernsthaft jetzt? Also der ist, der sah gestern noch schöner aus. Er hat auch noch keine Augen. Ich wollte eigentlich die Augen nur hinmachen, aber so weit bin ich gar nicht gekommen. Ihr seht hier, da kommt schon die Katzenminze wieder raus. Der ist komplett nass. Ich weiß nicht, was die gemacht haben mit dem. Also es war kein Wasser in der Nähe. Das heißt, irgendeine Katze muss den komplett zerkaut haben heute. Ja, also er ist schon ziemlich lidiert. Aber er kommt wahnsinnig gut an. Ich habe mir so ein Eimerchen Katzenminze bestellt. Die kann man getrocknet kaufen. Also wenn ihr euren Katzen eine Freude machen wollt, dann kauft euch getrocknete Katzenminze. Da gehen die ab wie Bolle. Da braucht man bloß ein paar Bröseler. Also meine sind gestern schon ausgeflippt. Die haben nur diesen, also die haben das durch den Eimer durchgerochen. Der ist tatsächlich sehr gut verschlossen, aber sind die voll abgegangen. Und ich habe da tatsächlich auch bloß ein paar Bröseler mit rein. Und die gingen ab wie Schmidts Katze, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr seht, wie der schon ausschaut. Ich übe doch. Also es wird doch hübschere Shrimpies geben. Und also auf der Seite schaut er ganz schlimm aus. Die darf ich gar nicht, die zeige ich nicht. Nee. Also die hier. Shrimpies nass. Ich will ihn gar nicht anfassen. Der ist total vernudelt. Aber das macht echt Spaß. Also so stricken ist, wie gesagt, ihr seht ja, wie das ist hier so. Das ist, man bricht sich echt die Finger. Ich finde auch meine ganz kurzen Nadeln gerade nicht. Ich habe nur ganz, ganz kurze Nadeln. Die finde ich gerade nicht. Die muss ich echt rauskuscheln. Ich glaube, das ist dann einfacher. Also Würmchen ist super zu stricken. Die nehmen auch relativ, also ich nehme noch eine dickere Wolle. Ich habe jetzt eine dünnere genommen. Also die nehmen ja tatsächlich hier Worsted Weight Yarn. Was ich sehr dick finde. Also 3,5er Nadeln. Da wird der Shrimp ja ewig groß. Also man kann da super Räschler verstecken. Da sind nur so kleine Fröschler drin. Spinnen. Also alles, was kreucht und fleucht, ist in diesem Buch drin. Und Katzen finden das toll. Es sind auch hier zum Beispiel, das finde ich auch ganz süß, da sind so kleine Törtchen drin. Also für die Schleckkatzen. Naja, egal. Also es wird jetzt auf jeden Fall, ich übe das nochmal bis zum nächsten Mal und schicke dann nochmal weh. Aber Hauptsache der Katze gefällt. Also ich glaube, den Katzen ist es wurscht, wie das ausschaut. Denen hat es gefallen. So, das war alles, was gestrickt ist. Ich habe noch genäht. Das möchte ich euch nur zeigen. Ich wollte eigentlich bis heute noch ein Wickelshirt nähen, das habe ich aber nicht mehr. Ich habe gestern das Schnittmuster klebt und Schnittmuster kleben, das ist so eine, also das ist eine Arbeit, die, das mag ich überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich mit dem Schnittmuster fertig bin. Und das habe ich gestern geklebt und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, das zuzuschneiden und zu nähen. Aber ich habe was anderes genäht. Erstens habe ich Sofakissen genäht. Die kennst du noch nicht, die habe ich auch noch nicht abfotografiert. Ganz einfach, also ich habe die diesmal nicht bestickt. Aber ich bin gerade in meiner Minzphase. Also ich finde gerade Minze wahnsinnig toll. Und die Farbe, also die Farbe Minze. Ich mag Minze so auch, aber die Farbe ist so mintgrün. Das ist was, das mag ich sehr gern. Und ich habe mal gedacht, was Frisches jetzt für den Frühling in so einer Mintfarbe. Und ich habe hier so Niki-Stoff verwendet. Die Stoffe sind von Alles für Selbermacher, weil da habe ich was gekauft. Dann waren die da gerade so, habe ich die gerade so gesehen. Und man dachte, das ist jetzt genau die Farbe. Und ich habe doch für den Winter habe ich ja Kissen bestickt gehabt. Und ja, mein Mann hat dann schon gesagt, oh, die sind aber hart zum drauf liegen. Ja, ist halt so, gell? Also habe ich jetzt diesmal so einen feinen, weichen Niki-Stoff. Unsere bisherigen Kissen, die waren gekauft beim großen Möbelschweden und die waren auch aus Niki und die sind jetzt schön weich. Das Problem bei diesem Stoff war, dass es brutal stretchiger Stoff ist. Also den kann man ziehen ohne Ende und so war er auch zum Nähen. Also es war nicht ganz so einfach, man hat es hinbracht, aber ja, es war nicht ganz so einfach zu nähen, weil es den brutal gezogen hat. Aber das wusste ich vorher nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geschaut. Ich mir einfach dachte, oh geil, Minze. Egal, was für Stoff. Ja, er war sehr stretchy. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ich habe hier unten einfach einen Reißverschluss eingenäht. Also so ein Sofakissen ist ja mega einfach. Ja, also zwei Teile und einmal rundherum und fertig. Aber ich wollte den Stoff zeigen. Und der zweite Stoff ist auch mega cool. Das sind tatsächlich Noppen drauf. Also bei Stoffen, da fand ich das mega witzig hier mit diesen Noppen. Die ist so ganz weich. Also das ist auch so Niki, aber ganz, ganz weich. Und ja, ich fand es einfach witzig. Also die harmonieren ganz gut. Das habe ich damit nur grau. Also ich habe nur zwei graue Sofakissen und dann passt das gut. Ich wollte euch eigentlich nur den Stoff zeigen, weil der so schön ist.
ist auch von Alle für Selbermacher und der ist ganz, ganz dünn. Also da hatte ich das gleiche Problem, der ist ganz, ganz dünn und ganz stretchy. Und ja, ist jetzt nicht der ideale Stoff für Sofakissen, aber es geht. Also wenn man es mal geschafft hat, den zu nähen, dann ist es ganz angenehm. Aber der macht halt ein bisschen was her, da muss man jetzt gar nicht viel Motiv oder so draufstecken, sondern einfach mal einen hübscheren Stoff nehmen und dann funktioniert das. Wunderbar. Also die zwei habe ich genäht und dann habe ich mir noch eine Jogginghose genäht. Auch in Minze. Ha, ist aber Zufall. Den Stoff, den habe ich schon ganz, ganz lang. Und zwar habe ich mir, also ich und Jogginghosen, das ist so ein... Also ich generell und Hosen, also egal ob das Unterhosen sind oder Jogginghosen, also ich finde nie das Richtige. Nie. Nie. Also das ist, es passt immer irgendwas nicht. Die meisten, diese dicken Jogginghosen, die mag ich nicht. Die sind mir meistens zu dick oder zu warm. Und dann gibt es dann diese eng anliegenden Leggings. Das mag ich nicht abends auf der Couch liegen, weil das ist mir zu eng. Und ja, dann gibt es ja das komische Material bei diesen Jogginghosen. Also diese richtigen Sporthosen, die mag ich auch nicht. Ich will so eine Lümmelhose. Also ich will eine Hose, die einfach angenehm zum Tragen ist, wo ich Platz drin habe und wo ich mich auf die Couch lümmeln kann. Ich gehe ja damit nicht joggen. Also ich glaube, die wenigsten Leute gehen mit einer Jogginghose joggen, die hat den völlig falschen Namen. Aber ich will einfach so eine Relax-Hose haben oder wie das heute so schön heißt, Loungewear. Und es ist immer, Niki-Hausanzüge mag ich auch nicht, die sind mir zu schwitzig. Also es ist wirklich schwierig für mich, da das Passende zu finden. Und ich glaube, ich habe jetzt eine, die okay, ja, die ist okay. Und jetzt habe ich mir die selber genäht und ich bin mega zufrieden. Ich glaube, ich habe jetzt genau das Richtige. Das ist jetzt ein Teststoff gewesen. Der Stoff, das ist so ein Seestoff. Also ihr seht, da sind so Seetiere drauf oder so Meerestiere. Und der war mal relativ günstig. Also den habe ich mal bei Etsy mitgenommen und der war runtergesetzt. Ich weiß nicht, waren es 3 Meter oder so. Und dann habe ich mir gedacht, den nehme ich mal mit, wenn ich mal so zum Probe nähen. Und das habe ich jetzt hier gemacht, weil das jetzt meine allererste Hose war, die ich genäht habe. Der Schnitt ist von Pech und Schwefel, die ist Schnittmuster Berlin, die Jogginghose Berlin heißt die. Die habe ich mir auch schon länger gekauft und jetzt habe ich das eben, man dachte, jetzt probiere ich das mit dieser Jogginghose oder mit diesem Stoff. Und ich muss echt sagen, die ist klasse geworden. Ich habe jetzt hier eine Größe 38 genommen. Es wird jetzt nicht, bei mir wird es jetzt nicht schaden, eine 40 zu nehmen, aber es ist ganz angenehm, weil der Stoff sehr, sehr dehnbar ist. Also mir taugt es. Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt weit weg steht, sondern sie liegt so ganz leicht an am Oberschenkel. Und für mich ist es jetzt ideal mit diesem Stoff, weil der eben sehr, sehr dehnbar ist. Wenn ich jetzt ein bisschen festeren Stoff hätte, würde ich jetzt, glaube ich, eine 40 nehmen. Einfach dann, wenn man dann sitzt, ist es halt noch angenehmer. Aber ich bin super zufrieden mit der Hose, wirklich. Die ist auch gar nicht schwer. Ich habe mich natürlich wieder vernäht. Ich habe die Hose erst mal falsch und zusammengenäht. Ich habe das schon mal gesagt, bei Pech und Schwefel, die Schnittmuster sind toll, die sind wirklich klasse, aber es ist auch ein E-Book dabei, es ist beschrieben, wie was ist, es sind keine Fotos mit dabei, sondern es sind Zeichnungen. Und ich finde, dass sie manchmal, also für Nähanfänger, ist manchmal so ein bisschen, war zu viel vorausgesetzt. Also bei dieser Hose zum Beispiel ging es mir so mit diesen Taschen. Ich habe noch nie was mit Taschen genäht. Und man hat ja ein Vorderhosenteil und ein Rückteil von der Hose. Und dann steht zum Beispiel in diesem E-Book einfach nur dort die Tasche auf die Hose nähen. Jetzt weiß ich aber als Nähanfänger, meinst du jetzt das Vorderteil oder das Rückenteil? Also das sind so Kleinigkeiten, die einen passionierten Näher oder der das schon lange macht, der ist das logisch, ja, wenn die das schon mal gemacht hat. Ich bin halt dran gesessen und habe erstmal geschaut wie ein UFO und ich konnte es auch anhand der Zeichnung nicht sehen, welches Teil das jetzt ist. Ich habe das dann rausgefunden, das hat alles funktioniert, also das geht schon. Und dann ging es eben weiter, dass man eben diese Seitennaht schließt mit dieser Tasche und da bin ich, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert, wie ich diese Tasche hier irgendwie legen muss. Ja, das habe ich nicht verstanden und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann ein Petit-Doux-Video bemüht, die auch einen ganz ähnlichen Schnitt drin hat. Und da war das halt super erklärt. Petit-Doux macht natürlich Videos dazu und dann ist das 1A und das habe ich halt dann auf meinen Schnittmuster umgesetzt. Aber allein von der Anleitung her, ich habe es nicht verstanden. Da stand dann einfach drin, die Tasche nach innen legen. Ja, wo nach innen? Also auf welche Seite und wie muss ich das hier anlegen, dass ich die Tasche nicht zunähe? Also ich habe dann Knoten im Kopf, weil ich habe es nicht verstanden.
Und das meine ich halt, das muss man wissen, wenn man bei ihr die Schnittmuster sind ganz, ganz toll, aber wenn man wirklich blutjunger Anfänger ist, muss man da ein bisschen gucken, wie man da hinkommt, weil mehr Anleitung ist nicht. Also man hat halt dieses E-Book und kein Video oder so dazu. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ich wusste jetzt hier zum Beispiel nicht, ja, ist jetzt die Naht nicht so schön geworden, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich hier nähe. Also da, am Schluss wusste ich dann, aha, das ist hier dieser Eingriff von der Tasche. Aber jetzt wusste ich nicht. Darum habe ich das nochmal nähen müssen. Ja, war jetzt ein erster Versuch. Ich finde, der ist ja ganz gut geworden. Also das ist jetzt hier die ganze Hose. Das ist einfach nur eine Jogginghose mit zwei Taschen. Und hier oben das Bündchen. Im Original wird es genäht mit einem Bündchenstoff. Den hatte ich jetzt nicht da. Also habe ich einfach den gleichen Stoff genommen. Das ist super. Normalerweise wird auch so ein ganz breiter Gummi eingenäht. Hatte ich auch nicht. Bei mir ist jetzt ein ganz schmaler drin, einfach um das zu halten. Und das ist eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also das finde ich ganz toll. Die passt oben ganz, ganz toll und es zwickt überhaupt nicht. Also das ist wirklich sehr angenehm. Ich habe mir mittlerweile einen breiteren Gummi bestellt, aber ich glaube, auch mit dem dünnen ist es einfach toll. Also ich vermisse auch den Bündchenstoff jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ausleiert. Muss ich gucken. Normalerweise wird hier unten auch ein Bündchen angenäht. Also gleiche Bündchenstoff wie oben. Und das wollte ich nicht, weil ich unten kein Bund will. Also ich möchte, dass die Hose einfach gerade fällt. Das heißt, ich habe sie einfach einmal so einen kleinen Umschlag gemacht und habe sie verschnäht. Das hat auch von der Länge gerade hingekaut, weil das habe ich nämlich nicht mit berechnet gehabt, als ich das zugeschnitten habe. Da habe ich mir gedacht, oh, nicht, dass die jetzt zu kurz wird, weil das Bündchen verlängert ja die Hose nochmal. Aber meine Länge passt perfekt. Also vielleicht würde ich beim nächsten Mal, wenn ich es zuschnitte, einen Zentimeter nur dazugeben. Dann steht sie nur ein bisschen auf. Aber es hat wirklich ganz gut hingekaut. Habe ich hier auch, ja, zu nähen. Ja, also sie ist nicht schwer zu nähen, wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man das. Ich habe mich vernäht gehabt, ich habe sie erst falsch rum zusammengenäht, da werde ich dann nicht mehr reinkommen. Das Hosenbein, da habe ich da verdreht gehabt und dann habe ich sie auftrennt und muss dann irgendwie, habe meinen Stoff irgendwie ein bisschen falsch gedreht. Auf jeden Fall dreht sich jetzt bei mir das linke Hosenbein ein bisschen ein. Also das hat es ein bisschen verzogen beim Nähen, aber ich weiß jetzt nicht warum, das muss ich mal beim nächsten Mal nochmal gucken. Irgendwie habe ich da was verdreht. Also es ist jetzt nicht so, dass es falsch festgeht, ich habe es irgendwie verzogen. Wahrscheinlich beim Stoff oder so, oder als ich es auftrennt habe, nicht ordentlich hingelegt. Das ist jetzt nicht schlimm, die Naht steht halt nach vorne, aber ich gehe mit der Hose ja nicht raus. Also zum Ausprobieren war das klasse jetzt einfach mit dem Stoff und da werde ich mir auf jeden Fall nochmal welche nähen, weil ich die einfach ganz toll finde. Also super, super gut, toller Schnitt, passt ganz gut. Ja, das war meine Jogginghose. Da bin ich, und die ist auch schnell genäht, also man braucht halt Stoff. Also das, bis immer diese Längen zugeschnitten sind, bitte hockt dann immer am Boden, da liegen wieder 1000 Katzen drauf, weil man muss ja auf dem Schnittmuster drauf liegen und man muss auf dem Stoff drauf liegen und ja, nicht leicht. Das waren meine gesammelten Werke der letzten 4 Wochen. Ich habe nichts mehr da liegen. Nein, ich habe nichts vergessen. Das war's. Ich stick jetzt noch ein bisschen weiter. Wie viel Uhr sind? Ja, okay. Wird schon bald wieder Zeit fürs Mittagessen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dann bin ich ein bisschen weiter. Und ich hoffe, dann habe ich auch meinen Wickelschritt genäht, wenn ich da nur irgendwann Musi dazu finde. Aber wenn es mit dem Tierarzt jetzt nur weitergeht, mal schauen, wie lange das nur weitergeht. Und das muss ich auch wieder, nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Also ich muss immer arbeiten, aber ich muss wieder präsent sein. Ja, es ist ja immer noch, gell, es ist ja immer noch diese ganze Scheiße. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende noch, ein schönes Restwochenende und die nächsten Wochen auch ganz schöne Wochen. Lasst es euch gut gehen und ich sage Tschüss und Servus bis zum nächsten Mal. Ciao!